So. Hallo, hallo, hallo. Axel Klausecker, live aus Wetzikon. Ticken ja ein bisschen Hallo. anders. Eva, da bist du ja schon. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo. Passt. Jetzt hat es super funktioniert. Heute ist es ultra schnell gegangen. Super. Perfekt. Gut. Also, ja, heute wird ist speziell, weil Eva die erste Frau zu Gast ist. Und ich glaube, dass ja, ihr Frauen tickt mal anders wie wir Männer, das ist klar. Deswegen, jetzt habe ich drei Männer gehabt, einmal eine Frau, das ist, glaube ich, sehr gut. Und ja, ich glaube, dass deine Geschichte auch viele, viele Mütter oder junge Selbstständige inspirieren wird und Ich inspirieren hoffe kann. Ja, das wäre ja natürlich auch unser Ziel, dass wir da Leute können inspirieren mit unserem Gespräch auch. Und ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass du da bist. Danke, hast du dir die Zeit genommen. Und gerne, ja. Danke. Eva, wo schaltest du dich zu? Damit wir wissen, wo du, wo bist du dabei? Von zu Hause nehme ich an. Genau, ich bin zu Hause, ja, genau. In Oberösterreich, für die, die es nicht wissen. Im Innviertel, genau, im schönen Innviertel. Sehr gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß, du hast schon so einen freudigen Ausdruck und wir haben nur kurz geredet. Du hast auch Freude, so wie ich, dass wir jetzt dann loslegen. Dann würde ich sagen, nur ganz kurz eine Einleitung, bevor du dann zu Wort das Hauptwort führst, sozusagen. Ja? Sehr gerne, Also ja. die Eva, die kenne ich schon ein bisschen länger, aber eigentlich nur über Geschichten von ihrem Onkel, vom Hans Meierhofer. Es hat dann doch sehr viele Jahre gedauert, bis wir uns dann auch das erste Mal gesehen haben. Und zwar war das letzten Herbst in Freiburg. Und ja, die Eva ist dann mit ihrem Mann angekommen, nach ziemlich langer Anreise von Österreich nach Freiburg, dauert es doch ein paar Stunden. Ja, Na, da war man ziemlich lang unterwegs, ja. Stau hat es auch noch gegeben, glaube ich. Also Genau, ja, wir waren ziemlich kaputt, verständlicherweise. Und wir haben noch ein paar Minuten gehabt, bevor wir dann auch alle ins Bett gegangen sind. Aber eins ist mir nach ein paar Minuten schon klar geworden. Und zwar, dass die Eva genau weiß, was sie will, das auch sagt, das auch kommuniziert und auch sehr gut organisiert ist. Das ist wahrscheinlich auch, hängt es mit Muttersein zusammen. Da muss man ja viele Sachen unter einen Hut bringen. Ich bewundere euch Mütter wirklich. Ja. Und das andere, wenn man dann auf die Seite von der Eva geht und die diese Eva kennen wahrscheinlich, wir haben sicher auch noch Gemeinsamkeit insofern, dass wir, glaube ich, beide zwei herzliche Personen sind und sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Und ja, denke, das ist zum einen sehr wichtig, generell, also wertvoll, weil so viele Menschen gibt es zum Teil nicht mehr, sehr viel wird auf sich selber geschaut, deswegen ist es immer schön, wenn man Menschen kennenlernt, die ähnlich sind. Und ja, die anderen Eigenschaften, denke ich, die Klarheit auch braucht zum Erfolg auch haben, auch als Selbstständige. Und ja, deswegen freuen wir uns jetzt, was du uns alles wirst erzählen, Eva. genau. Stehst in die Startlöcher. Ich würde sagen, dann fang. Bitte? Auf alle Fälle habe ich Auf alle gesagt, ja. Fälle, gut. Ja, also, genug zur Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen jetzt nicht deine ganze Kindheit aufrollen. Das glaube ich, ist auch nicht so interessant. Aber du hast wie so viele die ja, Schule gemacht, hast du, glaube ich, eine sehr glückliche Kindheit auch gehabt. Und hast dich dann entschieden, nach der Schule die eine Verkaufslehre anzufangen. Warum denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich bis heute selber noch nicht. Ich möchte mich zuerst einmal bei dir bedanken, dass ich da heute dabei sein darf, dass mich du eingeladen hast. Ich habe mir deine letzten Live-Interviews angehört und ja, es ist einfach, man kann sich überall ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe auch, dass sich der ein oder andere oder die ein oder andere von mir heute ein bisschen was mitnehmen kann. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Also, warum ich mit dem Verkauf angefangen
angefangen habe, das weiß ich eigentlich selber gar nicht so genau. Also ich habe die Schule gemacht und mir war einfach klar, ich will nicht mehr weiter in Trigger. Also das war eigentlich das Hauptthema. Also ich will arbeiten gehen. Und als Erster wollte ich eigentlich Friseurin werden. Dann hätte ich gemeint, eher ins Büro. Und letzten Endes habe ich dann Bewerbung geschrieben in einem Textilgeschäft, in einem großen da bei uns in der Umgebung. Und ich habe jetzt sofort die Zusage gekriegt, dass ich meine Lehre dort starten kann. Und somit bin ich dann in Verkauf gekommen. Also es war jetzt nicht unbedingt mein Traumjob, was ich machen möchte. Aber wie gesagt, ich habe einfach eine Arbeit gebraucht und gesucht natürlich. Und ja, so ist eben zu der Entscheidung gekommen, dass ich da die Lehre gemacht habe. Okay. Genau. Ja. Jetzt, du hast die Verkaufslehre abgeschlossen, hast dann den Beruf gearbeitet und dann, bumm, das erste Kind ist gekommen mit der Lena. War wahrscheinlich auch nicht ganz so geplant, oder? Nein. ja, wie ist dir da gegangen? Also du bist mit 19 jetzt Mutter geworden, das ist doch recht jung. Wie ist dir jetzt gegangen? Was ist, wie hat sich dein Leben da plötzlich verändert? Ich möchte nur ganz kurz zurück zu meiner Lehre. Also mir ist in der Lehre eigentlich, ich habe den Job wirklich gerne gemacht als Verkäuferin. Einfach das Beraten von den Menschen und das, der Umgang mit den Menschen einfach. Mir ist aber dann relativ schnell bewusst worden, dass das, oder bewusst worden, ich habe das einfach mitgekriegt, dass man einfach immer diese Rang Geschichten. Also einer, der gerade einmal ausgelernt hat, ist natürlich besser wie der im dritten Lehrjahr, obwohl er im Endeffekt nicht mehr kann und nicht mehr macht. Aber einfach diese Rangschicht und wer ist besser und vom Chef besser dastehen und das einfach das Gegeneinander und Arbeiten immer, das habe ich einfach gesagt, das will ich nicht mein Leben lang machen. Und ja, wie Gott will, es ist dann Lena gekommen, es war nicht geplant, es war für mich am Anfang wirklich ein Schock, weil ich einfach auch da gerade in der Phase war, wo ich gesagt habe, okay, was möchte ich jetzt weitermachen? Ich habe natürlich meine Lehre fertig abgeschlossen und ja, dann bist du daheim in Karenz und überlegst natürlich auch, du machst dir Gedanken. Ich habe dann auch die unterschiedlichen Sachen probiert, aber es war irgendwie nicht das dabei, wo ich gesagt habe, ja, genau das ist jetzt das, was ich machen will. Und somit bin ich natürlich dann auch wieder arbeiten gegangen, muss ich aber irgendwo, muss ja Geld herkommen, eben wir haben die Wohnung gehabt und das gehört ja alles finanziert. Und das war halt echt, also ich habe nur Stress gehabt, es waren ja nur 25 Stunden, aber ja, viele glauben immer, Mamas haben ja eh Zeit, weil die gehen ja eh nur 25 Stunden arbeiten und dann kommen sie heim und legen sie auf den Sofa. Aber ja, dem ist nicht so, weil wir haben ja einen 24-Stunden-Job. Wir haben ja dann Haushalt, Kochen, Putzen und in der Nacht aufstehen mit den Kindern. Also es ist ja nicht nur das Arbeiten. Und ja, wie gesagt, das war immer schlimm, wenn ich Lena zu die ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern die Zeit gehabt haben, dass sie auf Lena aufpassen einfach. Aber das war auch, die haben es festhalten müssen, wenn ich arbeiten fahren müssen habe und sie hat geschrien und dann, ja, ich bin halt dann, muss ja arbeiten fahren und habe dann natürlich einen Kopf woanders und dann sind Fehler passiert und das war halt einfach das, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr und ja, ich brauche eine Lösung. Ist aber dann Kind Nummer 2 gekommen, also es hat sich dann na, generell viel geändert in meinem Leben, also ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das zweite Kind war ein Wunschkind, also der Timo war gewollt. Und es hat sich einfach dann generell, wie gesagt, einiges verändert. Und ich war wieder in Karenz daheim. Habe das dann, muss ich auch sagen, wieder ein bisschen sacken lassen mit dem Ganzen. Was mache ich jetzt als Nächstes? Und ja, genau. Okay, ja, jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ist gut. Ich würde ja nicht bremsen da in der Energie. Ja. Aber grundsätzlich war für dich wieder klar, dass du arbeiten gehen willst, auch nachdem die Lena zur Welt gekommen ist, oder einfach aus Mangel an Optionen sozusagen, dass du wieder arbeiten gegangen bist? Das war eher aus Mangel nach Optionen. Also okay. Das war einfach, ja wie gesagt, ich hab diverse Sachen probiert, aber es war einfach nie das dabei, wo ich gesagt habe, okay, das konnte ich mir jetzt vorstellen, dass da mehr draus wird. Und
Ja, wie gesagt, man braucht einfach, ja, es ist, das Leben ist teuer, man braucht einfach ein Geld und aus dem Grund ist man nichts anderes überblieben. Genau. Okay, jetzt ist dann, du hast es schon vorweggenommen, der Timo zur Welt kommen, der zweite Kind, Genau. Wunschkind. Genau. Aber da ist jetzt hast du mir erzählt, da ist irgendetwas passiert jetzt. Also du hast dran gedacht an die Zeit nach der Karenz und hast gewusst, eigentlich so wie es vorher war, nach der Lena willst eigentlich nicht mehr machen. Wenn Genau, ich das ist vollkommen richtig. Also ich habe gesagt, das will ich nicht mehr, außerdem ja mit zwei Kindern doppelt so viel Stress und so weiter. Und ich wollte dann ja nicht meine Eltern ständig belasten. Also das ist ja trotzdem auch alles. Und ich wollte aber meine Kinder nicht den ganzen Tag irgendwo in einer Krabbelstube oder sonstiges oder Nachmittagsbetreuung geben oder sonst was. Und ja, zu dem Network Marketing oder beziehungsweise zu dem Business, was ich jetzt mache. Du hast es ja vorher schon gesagt, mein Onkel, der Hans Meierhofer, der macht das mittlerweile schon über 20 Jahre. Also ich habe sie bei ihm eigentlich die ganze Zeit gesehen, es funktioniert. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nicht gewusst, ja, wie es funktioniert, was ich tun muss. Ich habe null Plan gehabt. Und ja, es war halt einfach trotzdem, wie gesagt, ich habe halt dann, das war am Anfang, also der Team ist 2012 auf die Welt gekommen und zwar Anfang 2015 war halt dann irgendwo so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich muss jetzt habe ich noch bis September Zeit und dann muss ich wieder arbeiten. Ja, oder ich muss einfach in der Zeit jetzt was da muss man was überlegen, weil sonst ist wieder das Gleiche, sonst muss ich wieder zurück. Ja, und dann, Warte mal ganz kurz, Eva. ja. Du bist jetzt in der Karenz, oder? Und du hast mir Genau. etwas erzählt und ich weiß nicht, ob du nicht magst erinnern, deswegen schau mal, ob dir das auch gerade einfällt. Hätte es irgendein entscheidendes Erlebnis gegeben, wo du gesagt hast, und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, es muss anders sein? Ja, auf alle Fälle. Also das Erlebnis hat es gegeben und ja, da bin ich meiner Tochter irrsinnig dankbar für das, was sie da zu mir gesagt hat. Und zwar war das war eh so in der Zeit um, also Anfang 2015, sie war in der Schule, in der ersten Klasse Volksschule und wir sind halt beim Mittagessen beieinander gesessen und sie sagt dann zu mir, Mama, warum ist eigentlich die Eila so für alleine? Und ich habe es zuerst nicht verstanden, warum und wieso. Ich habe sie dann gefragt, sagt sie, ja, weil ihr Mama so viel arbeiten gehen muss. Und ich muss sagen, dass ihre Mama ist zu dem Zeitpunkt genauso ich glaube, 20 oder 25 Stunden hat es gehabt und die Kinder waren eigentlich in einem Alter, also das Dirndl war 6 und der Bub war schon 11 Jahre oder so, wo es eigentlich jetzt nicht mehr so tragisch ist, glaubt man an und für sich, wenn die Kinder jetzt mal ein bisschen alleine sind. Aber für Kinder ist das einfach irrsinnig viel. Und das war halt für mich dann irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt oder nie. Also ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann einmal das Gefühl haben, dass ich es alleine lassen habe. Und ich will nichts verpassen in der Kindheit von meinen Kindern, weil sie sind nur einmal jung und mir kann das keiner mehr zurückgeben. Und das war halt der Punkt eigentlich dann, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt starte ich los. Genau. Also, du hast gestartet, du hast gesagt, du hast keinen Plan gehabt, aber du hast es immer wieder gesehen vom Hans, von deinem Onkel. Aber Genau. was hat dich dann wirklich veranlasst, dass du sagst, okay, jetzt mache ich das auch mal oder gib jetzt mal ernsthaft eine Chance sozusagen, dem Network Marketing? Ja, ich habe natürlich, also mit den Produkten, was wir haben, ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe dann einfach einmal meine Geschichte erzählt, die ich vorher auch nicht, ja, nicht wirklich wem erzählt habe, aber das war halt einfach dann, ich habe meine Geschichte erzählt, meine Erfahrungen. Und ich habe mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich habe bis dorthin nicht gewusst, was ist Network Marketing, wie funktioniert das. Ich habe mich auch mit dem Thema bis dorthin nicht beschäftigt. Und da habe ich halt dann angefangen, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich ja, mit dem Hans und mit der Martina viel zusammengesetzt, unterhalten, da einfach geschaut, dass ich ja, bei Veranstaltungen dabei bin und so weiter. Und ja, so ist es dann ins Laufen gekommen, genau. Jetzt, immer wenn man etwas Neues macht, denke ich, ist der Anfang schwer und gerade wenn man sich dann für eine Selbstständigkeit auch entscheidet, wie mit Network Marketing, es geht in der Regel nicht immer bergauf,
sondern es gibt da meistens auch Tiefs. Ja, welche Hürden sind denn dir unterkommen und wie hast du denn die Hürden dann auch gemeistert, die dir in den Weg gekommen sind? Ja, also das gebe ich da definitiv 100% recht, und ich glaube, dass, also das kann man keiner erzählen, dass das bei jedem so steil bergauf geht von Anfang an. Also diese Hürden hat wirklich jeder. Ja, ich habe schon des Öfteren den Zeitpunkt auch gehabt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt haue ich einfach einen Hut drauf und gehe wieder zurück in das gemütliche Hamsterrad, tue einfach weiter, habe meinen geregelten Tagesablauf und so weiter. Weil es einfach trotzdem mit viel ja, Widerstand da ist. Also es gibt dann auf einmal Menschen im Freundeskreis, angeblichen Freundeskreis, die sich dann verabschieden, die einfach mit der Veränderung, die man in dem Moment macht, nicht klarkommen. Es wird geredet über einen, so wie es bei uns ist. Das ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden. Und ja, da wird genug geredet. Ich meine, das ist heute auch noch so. Es war halt früher einfach, oder am Anfang hat mich das oft auch bremst, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt habe, dass ich gesagt habe, okay, da stehe ich drüber. Was heute anders ist, weil heute ist es mir egal, was die anderen Leute sagen, weil ich weiß, warum ich das mache und für was ich das mache. Und ja, genau. Also, so wie gesagt, diese Hürden, und das hat jeder. Und ich glaube auch, dass das oft der Grund ist, warum Menschen mit dem Business anfangen und dann wieder aufhören, weil sie einfach genau mit den Sachen nicht klarkommen oder mit den Sachen nicht umgehen können. Ja, aber das hat ja jeder. Also das kann ja jedem garantieren, der damit anfängt, dass das hundertprozentig kommt. Genau. Ja, da bin ich auch ganz davon überzeugt, dass das jeder durchmacht. Ich denke, im Network Marketing ist es vielleicht nur ein bisschen anders wie eine andere Selbstständigkeit. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt meine Herren immer vorher als Trainer auch, ist es sicher anders. Also da wenden sie jetzt nicht gerade die Freunde oder so ab, wenn man um die Ecke kommt. Weil es ist natürlich eine Fähigkeit, die man mitbringt, die auch nicht jeder kann, das vielleicht erlernt hat. Im Network Marketing ist ja doch so, da sind wir uns, glaube ich, einig, jeder, der ein starkes Warum hat und lernwillig ist, kann letztendlich Ja, auch zum Erfolg kommen. auf jeden Fall, ja. Und das Genau. ist ein Also, nein, das ist auch nicht jeder. Es ist nicht, sicher nicht jeder vom Freundeskreis, dass er sagt, ja, ich will mit dem nichts zu tun haben. Oder, aber ich habe es halt, habe schon die Erfahrung gemacht, dass einfach viel, da ist immer der Kontakt immer weniger geworden. Auf einmal haben sie sich gar nicht mehr gemeldet, nicht mehr abgekommen, wenn ich angerufen habe. Und solche Sachen einfach. Und das einfach, weil sie einfach, ja, mit der Veränderung nicht klargekommen sind, und ja, genau. Ja, aber wie gesagt, du hast es überwunden. Genau. Also, was hat dir so die Motivation oder was war dein Antrieb, der dir die Tiefen auch überspringen überlassen hat oder dass du die weiterentwickelt hast? Ja, das war einfach immer wieder die Treffen mit Hans und Martina, die mich immer wieder motiviert haben. Und wie gesagt, da habe ich einfach wirklich ja, die beste Upline, sage ich jetzt einmal, weil die haben immer an mich geglaubt, also egal was gewesen ist. Ja, und dass ich einfach, ich meine, in unserem Business gibt es ja genug erfolgreiche Menschen, die einfach zeigen, ja, oder die einfach schon da sind, wo ich hin möchte. Und mit Facebook ist man ja eh irgendwie immer verbunden, und man kann sich da einfach auf das Profil, das habe ich viel da, dass man einfach Videos angeschaut habe und so weiter, was mich einfach dann wieder total motiviert hat, und wo ich gesagt habe, wenn der das kann oder die das kann, dann kann ich das auch. Genau. Das ist so, und wenn man dann auf so einer großen Veranstaltung ist, wie wir auch waren, du warst ja schon auf ein paar mehr wie ich, das trifft man dann ganz, ganz viele Menschen und da hat man dann auch definitiv das Gefühl, wenn die das können, dann kann ich das schon lang. Genau. Und ja, sehr extreme Motivation dann. Also für alle, die Na jetzt schon gut. etwas mitnehmen haben können, vielleicht schon inspiriert worden sind, könnt ihr gerne ein paar Emojis raushauen, da freuen wir uns. Dann merken wir, ihr seid nur dabei und seid nicht eingeschlafen. Wir machen es ja eigentlich auch für euch. Klar, muss sagen, ich nehme auch immer etwas mit, das ist super. Aber
und die Eva wahrscheinlich auch, aber trotzdem, wir machen es natürlich für viele draußen, die das eine Hilfe sein kann, auch zum den Weg einschlagen, den wir uns entschieden haben, auch zu gehen. Du hast mittlerweile ja schon ein größeres Team, ein größeres Unternehmen aufgebaut. Hast du noch einen Überblick, wie viele der Partner du hast? Ja, das schon, das Unternehmen, das so habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich habe ja gesagt, das mit dem Unternehmen, da kann ich mir noch gar nicht so richtig, das ist mir gar nicht so richtig bewusst. Ich hab heute extra geschaut, wir haben so um die 60 Partner im Team. Mhm. Hauptsächlich das. Mamis natürlich. Ja. Und es sind auch wirklich einige schon dabei, die schon erfolgreich sind. Mhm. Und ja, ist einfach schön, genau. Also das Team, ja, bedeutet für mich eigentlich alles, weil ohne Team war das alles nicht möglich. Und ja, genau. Ja, das ist großartig. Jetzt, du hast mir erzählt, du hast schon etwas erreicht, was sich, glaube ich, viele wünschen, nämlich du musst keinem anderen Job mehr nachgehen. Du kannst also hauptamtlich den Job machen und bei deinen Kindern und auch bei der Familie sein. Das nenne ich jetzt schon mal erfolgreich, denn ich glaube, das wünschen sich viele oder träumen viele davon, aber haben es noch nicht geschafft, den Weg einzuschlagen. Und es bringt sicher eine ganze Menge an Lebensqualität mit sich, wenn man sich den Tag ein bisschen selber gestalten kann und die Zeit hat damit die Kinder. Was bedeutet dir denn Erfolg, Eva? Ja, Erfolg. Erfolg ist immer so ein großes Thema. Also für den einen ist Erfolg, wenn er einen Ferrari vor der Tür steht hat und viel Geld. Klar ist für mich auch das Geld Erfolg. Also, dass ich mir einfach, ja, meine Zeit selber einteilen kann, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich bei meinen Kindern da sein kann. Und für mich bedeutet auch Erfolg, wenn ich sehe, dass meine Teampartner erfolgreich sind. Mhm. Also, dass ich einfach sehe, wie die ihre Ziele erreichen. Und ich habe einige im Team, wo ich weiß, dass die das genauso können wie ich. Also, da bin ich mir 100.000%ig sicher und dass die das auch erreichen können in naher Zukunft. Mhm. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, für mich bedeutet einfach Erfolg, dass ich als Mama mir meine Zeit selber einteilen kann. Also wenn ich jetzt in der Früh der Team um 6 Uhr aufsteht, dann sind wir um 7 Uhr im Kindergarten, wenn er schlafen mag bis um 7:30, dann lasse ich ihn schlafen und dann kommen wir erst um 8:30 in den Kindergarten, weil ich einfach das Glück habe, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann und dass ich einfach selber entscheide, wann arbeite ich und ja, das ist für mich auch ein riesiger Erfolg schon. Mhm. Das finde ich auch. Also wie gesagt, da träumen viele davon, aber können es nicht. Und du kannst es schon. Deswegen finde ich, du bist eine erfolgreiche Mutter und, auch wenn du es nicht gleich hast, Unternehmerin. Denn so ist es auch. du hast jetzt, wie gesagt, dein Team schon aufgebaut. Es hat eine gewisse Größe auch schon erreicht, dass du davon leben kannst. Was sind vielleicht so 3 Sachen, wo du sagst, vielleicht nicht nur fürs Business per se, sondern vielleicht fürs Leben, wo du sagst, okay, das sind 3 Dinge oder 3 Golden Nuggets, wie sie oft genannt werden, die dir geholfen haben, um das erreichen. Ja. Dass man einfach mal selbst bleibt, also dass man nicht irgendwie irgendwas vorspielt, was gar nicht so ist, also dass man sich einfach ja, so gibt, wie es ist und das auch so sagt, wie es ist, dass man einfach ehrlich und authentisch bleibt, genau. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass man nicht aufgibt, also egal, was kommt, wie gesagt, zu mir hat einmal wer gesagt, das Schlimmste ist, wenn man mit dem Business anfängt und dann wieder aufhört. Oder es gibt ja zum Beispiel auch also ein Bild, wo der Goldgräber so kurz vorm Diamanten umdreht und weggeht. Also das habe ich so immer im Kopf gehabt eigentlich. Du weißt nie, wie weit du von deinem Ziel entfernt bist oder ja, was morgen passiert und so weiter. Also deswegen immer dranbleiben und ja, sich einfach dann, wie gesagt, eine Motivation suchen und wieder weitermachen. Wie heißt es in Österreich so schön, oder? Aufgeben tut man nur einen Brief. Ja, genau. Deswegen. Genau. Ja. Und
Ja, und das Dritte und für mich einfach das Wichtigste ist das Warum. Also, dass man einfach weiß, warum man das macht. Dass man, ja, ich habe es eh ganz am Anfang gesagt, bei mir sind es eindeutig die Kinder. Ich mache es für meine Kinder, ich will für meine Kinder da sein. Da habe ich zum Beispiel auch, also ich sehe es ja immer wieder, der Timo kennt es ja gar nicht anders, weil der wird jetzt 6 in 2 Wochen und für den bin ich eigentlich immer schon daheim. Und letzte Woche habe ich so ein Erlebnis gehabt, da wollte ich einen Freund einladen von ihm und habe halt die Mama nicht erreicht, weil warum auch immer. Und er kommt dann zu mir und sagt, ja, warum hebt der Maxi seine Mama nicht an? Ich würde, dass die Maxi kommt und so. Ich sage, ja, vielleicht ist der Maxi seine Mama arbeiten. Und dann schaut er mir so an, was, um die Zeit muss die arbeiten? Da war es 2 Nachmittag. Also der hat das nicht verstanden, warum ein Maxi seine Mama um 2 Nachmittag arbeiten ist. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich einfach merke, ja, dass einfach, dass sie einem gut tun und dass sie es einfach, ja, nicht anders kennen. Und genau, ja, wie gesagt, das Warum, das ist einfach für mich eines von den wichtigsten Sachen, weil auch gerade wenn es wieder so ein bisschen ein Tief gibt, wenn man nicht weiß, wie tut man weiter, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, warum habe ich überhaupt damit angefangen und warum mache ich das Ganze? Und wenn das wirklich so stark ist, dann findet man immer einen Weg, dass man weitermacht. Genau. Definitiv, ja. Ja. Ganz. Es das heißt ja oft, der Tag, es ist nicht so wichtig, wie der Tag verläuft, so wie der Tag startet und wie der Tag endet. Und wenn man da das Warum vielleicht auch bildlich vor sich hat und mit dem aufwacht und wieder ins Bett geht, dann ist es eigentlich die größte Motivation, die dann auch in der Nacht sicher Sachen freisetzt, dann die du am nächsten Tag dann auch wieder kannst umsetzen und was du ganz sicher auch nicht aufgeben lässt, wenn du das so deutlich vor dir hast, oder? Genau. Klasse, Eva. Du weißt, ich bin ein großer Buchfan. Wollte ja immer ein bisschen weiterkommen. Dann bin ich natürlich Genau. gespannt, was du für einen ultimativen Buchtipp für uns hast. Ja. Ja, Bücher habe ich viel gute gelesen, jetzt auch was Network Marketing angeht oder was die Praxis angeht. Aber was mir eigentlich am meisten weitergeholfen hat in dem Ganzen, war das Buch Das Gesetz der Anziehung, weil ich einfach an mir selber gemerkt habe, es liegt nur an mir. Also jeder, der in den Business einsteigt, kann Großes erreichen, aber es liegt an einem selber. Einfach, ja, alles. Also die Einstellung, wie man sie gibt, was man seinen Körper gut tut und ja, das hängt alles zusammen und alles beginnt bei einem selber. Und wie ich halt dann angefangen habe, dass ich mich persönlich einfach weiterentwickelt, hat das auf einmal auch mit meinem Business funktioniert. Also ich kann nur so viele Bücher über das Business lesen und ich weiß dann, wie Network Marketing funktioniert, aber wenn es bei mir selber einfach nicht so rund läuft, ja, dann wird das Ganze nichts. Und das war halt einfach wirklich das Buch, was ihn bei mir das verändert hat. Genau. Cool. Weißt du noch, von wem das ist, das Gesetz der Anziehung? Eine gute Frage. Ich schreibe das dann in Kommentare an die Ja, das ist Seite. super. Perfekt. Dann kann sich jeder Okay. dann vielleicht danach kaufen, wenn es auch interessiert. Genau. Ja, wir kommen langsam zum Ende, Eva. Zum Schluss, wenn du die letzten gesehen hast, machen wir immer noch so einen kurzen Word-Rap noch, wo du Okay. spontan du noch sagst, das haben wir nicht abgesprochen als einziges, also ich weiß nicht, welche Wörter das kommen, aber du wirst es souverän meistern wie das ganze Gespräch. Da bin ich sicher. Also, wollen wir anfangen mit Familie? Familie. Familie ist für mich alles. Also meine Familie bedeutet mir alles und ich darf alles für meine Familie geben. Und ja. Gut. It. That's it, ja. Ja, genau. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ohne Gesundheit geht es nicht. Also Gesundheit ist mit das Wichtigste. Man kann nur so viel Geld haben, wenn man keine Gesundheit oder wenn man auf seine Gesundheit nicht achtet, dann bringt dann das ganze Geld nichts. Und ja, genau. Genau. Keine weiteren Worte nötig, genau so ist es. Ja.
Team, du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, aber sag nochmal, Team. Ah, Team, ja. Ja, Team bedeutet für mich alles. Das bedeutet für mich Freundschaft. Also ich habe auch irrsinnig, oder der größte Teil von meinem Team, die habe ich vorher nicht kennt. Die habe ich durch das Business kennengelernt und deswegen ja, hat man das auch in der Richtung irrsinnig viel Erfolg schon gebracht, weil ich einfach so tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich jetzt oder die ich jetzt zu meinem Team zählen darf. Und ja, ist eigentlich alles gesagt. Ja, sehr gut. Und Genau. zum Schluss noch Traum. Traum. Ja, der Traum, den man hat, der soll so groß sein, dass man Angst hat davor, schon direkt. Also man darf wirklich ganz, ganz groß träumen. Das ist mir auch immer wieder bewusst worden, weil ich einfach gesehen habe, was ich jetzt in die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre eigentlich schon alles erreicht habe, von dem ich auch immer nur geträumt habe. Und ja, also man darf wirklich groß träumen. Genau. Großartig. Eva, die Martina hat es auch geschrieben, inspirierend, so ist es gewesen. Ich hoffe, wir haben ganz, ganz viele inspiriert und ich glaube, es werden noch ganz, ganz viele auch im Replay dann schauen. Ich hoffe, viele Mütter und junge Selbstständige horchen dir zu, denn ja, ich glaube, man kann einiges mitnehmen von dem, was du uns erzählt hast. Liebe Leute da draußen, wenn ihr denkt, das ist, kann interessant sein für Freunde oder Kollegen, Kolleginnen von euch, dann teilt es ruhig, das Gespräch. Da sind wir froh drum. Je mehr davon profitieren, desto besser. Und ja, dann denke ich, war es das für heute. Eva, vielen Dank, hast dir Zeit genommen für das Sehr Gespräch. Hat mich gerne, wirklich gefreut. ja. Ja, mir danke. Ganz liebe Grüße nach Oberösterreich in die Heimat. Und ich freue mich schon, wir werden uns sicher spätestens im April sehen in In Salzburg. Salzburg auf alle Fälle, ja. Gut, also. Schon immer lang. Nein, Danke, geht nicht mehr okay. lang. 2 Monate Genau. noch. Also, Eva, vielen Dank. Gruß Danke. und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch. War echt ein tolles Gespräch. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Eva hat berührende, inspirierende Geschichte und ist ein großartiger Mensch. Und ich hoffe, ganz viele können davon profitieren, von ihrer Geschichte und von ihren Ausführungen. Ich freue mich. Nächsten Sonntag geht es weiter, wieder um 8 mit einer weiteren Powerfrau, mit Miriam Pack. Die vierfache Mutter ist und sie auch mittlerweile eine erfolgreiche Unternehmerin. Und ich freue mich ganz, ganz großartig, dass sie zugesagt heute hat für nächsten Sonntag. Miriam, du bist auch kurz dabei gewesen. Vielen Dank. Und ich freue mich, nächsten Sonntag, gleiche Zeit, 20 Uhr, geht's weiter mit Talk Nummer 5. Also, einen schönen Abend, schönen Sonntag, bis bald. Ciao, ciao.